Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lazy Nails. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell und einfach so ein Wolkendesign erstellen könnt. Dafür braucht ihr lediglich einmal weißes Gel, einen Spotty und einen etwas feineren Pinsel. Ich arbeite hier mit unserem Aquarellpinsel. Der hat diese Breite und ich fächere mir den gleich so ein bisschen auseinander. Ebenfalls habe ich einen Nagel vorbereitet mit Navy Blue, habe darauf dann, Aurora Pigment aufgetragen und das Ganze dann anschließend matt versiegelt. Für Sternchen braucht ihr dann natürlich noch einen Feinliner. Ich habe hier den 20 mm Feinliner, mit dem arbeite ich irgendwie im Moment am allerliebsten. So, wir starten mit dem weißen Farbgel und mit einem Spotty und setzen uns jetzt als allererstes Punkte für die Rundungen der Wolken. Ich beginne dabei in der Mitte, da ist der größte, höchste Punkt und gehe dann nach außen. Und das Ganze kann auch ruhig ein bisschen unregelmäßig sein. Das macht das Ganze nur noch natürlicher. So, und jetzt wird das alles so ein bisschen mit dem Pinsel nach unten gezogen. Und ihr seht schon, ich mache so kurze, kleine Bewegungen und verwische das Ganze so ein bisschen. Oder ich blende es aus, so kann man das auch nennen. Jetzt bin ich hier ein bisschen drüber hinaus, dann einfach da nochmal einen Punkt setzen und schon passt das Ganze wieder. Und schon habt ihr ein hübsches kleines Wölkchen. Könnt ihr dann selbst entscheiden, ob ihr da eine Schönwetterwolke draus macht oder eine Sturmwolke. Dann könnte man sie auch so in Grau halten. So, das Ganze jetzt nochmal. Ein dicker Punkt und kleinere Punkte nach außen. So, und jetzt das Ganze, ich mache hier nochmal eben zack, die restliche Farbe ein bisschen ab, das Ganze jetzt wieder schön nach unten verblenden. Jetzt haben wir drei schöne Wölkchen und die lasse ich jetzt erstmal aushärten. Und das ging doch wirklich schnell, oder? Und ich finde, es sind wirklich hübsche Wolken. Jetzt machen wir dazu noch ein paar Sterne. Dennoch ist der Winter nicht da, aber das Ganze kann man dann eben auch abwandeln. Statt Sterne macht man einfach ein paar Schneeflocken und lässt es aus den Wolken schneien. So habt ihr auch gleich ein schönes Winterdesign. So, das Ganze ist jetzt ausgehärtet und jetzt setzen wir noch ein paar Sternchen dazwischen. Ihr könnt euch das einfach machen, indem ihr Punkte mit dem Spotty setzt. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit dem Pinsel machen. So, ich werde hier einen größeren Stern platzieren und hier einen kleineren. So. Hierbei ist es jetzt wichtig, also das finde ich persönlich, dass ihr den Pinsel nicht wirklich voll mit Farbe macht, sondern nur am besten am Rand des Tiegels oder vielleicht sogar im Deckel. Einfach nur, dass die Pinselhaare zusammenhalten, denn die Farbe nehmt ihr euch aus den Punkten, sonst wird das alles ein bisschen zu dick. So, jetzt ganz vorsichtig mit ganz wenig Druck. Einen Strich nach unten. Einen nach oben. Nach rechts und links. Seht ihr, es reicht völlig aus, wenn ihr die Farbe aus den Punkten nehmt. Und jetzt kommen noch die diagonalen Striche. So, und fertig ist der große Stern. Jetzt machen wir noch kleine. Da habt ihr einmal die Variante
ganz kurz und dann eher so einen volleren Stern draus zu machen. Und auch hier habt ihr gesehen, habe ich nicht noch mal zusätzlich Farbe genommen. Jetzt habt ihr daraus diesen Stern gemacht. Und jetzt kommt noch die dritte Variante. Und das ist diese hier. Funktioniert genauso wie die erste. Ganz dünne und mit ganz leichtem Druck gezogene Linien. So. Jetzt haben wir drei verschiedene Sterne auf dem Nagel. Und um diese Sterne kommen einfach noch ein paar Punkte. Das macht das Ganze so ein bisschen voller. Da oben haben wir jetzt auch noch so eine Lücke. Da kommen auch einfach noch ein paar Pünktchen hin, größere, kleinere. Aber überpunktet nicht. Das wird dann vielleicht doch irgendwann zu viel. So, jetzt haben wir einen wunderbar schönen Nachthimmel mit Wolken. Das Ganze wird ausgehärtet und dann ist das Design auch komplett fertig. So, ich habe jetzt hier noch die Schwitzschicht entfernt. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr das Ganze mit versiegeln wollt, aber ich finde, es wirkt schöner, wenn das so oben auf ist, sozusagen. Und ich hoffe, man kann das sehen, wie schön das aussieht, dass dieses Aurora-Pigment im Untergrund ist. Das wirkt alles noch ein bisschen hübscher. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten des Designs und ich freue mich auch schon aufs nächste Video. Bis dann, tschüss!